So, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Schreibt vielleicht mal kurz in den Chat, ob ihr alles gut sehen und verstehen könnt. Ich hoffe, das Setup gefällt euch. Ich habe einfach mal das Video in die Kryptomagazin-Webseite eingebaut. An die Stelle, an die nämlich ein Artikel heute veröffentlicht wurde, in Kombination mit einem Video. Und das Video heißt Bitcoin Instrument der finanziellen Selbstverteidigung. Man hätte auch sagen können, Instrument der finanziellen Eigensicherung, aber ja, Selbstverteidigung passt auch und das ist eine starke These, die ich da anführe. Und in diesem Video möchte ich heute ein wenig mit euch über dieses Thema reden. Ich möchte mit euch ja, besprechen, was es damit auf sich hat, warum ich den Artikel gemacht habe und oder warum ich das Video aufgezeichnet habe. Und warum ich auch der Meinung bin, dass es auch eines der, ja, vielleicht sogar wichtigsten Videos auf dem Kryptomagazin-Kanal bisher ist. Und ich warte jetzt mal kurz, bis noch ein paar Leute kommen, so ungefähr 30 Sekunden, dass wir ein bisschen mehr werden. 12 Zuschauer sind ja schon da. Und ja, es ist Montag 19 Uhr, wie immer, unser YouTube Live vom Kryptomagazin. Und ja, vielleicht ist das Thema heute auch für viele sehr, sehr spannend, weil es ist halt, genau, jetzt warten wir mal bis 15. 16 Zuschauer da sind. Super, klasse. Schön, also nochmal alle und alle herzlich willkommen, die jetzt nochmal dazugestoßen sind. Ich beginne jetzt ein bisschen mit meinem Vortrag darüber, warum ich das Video gemacht habe und wie das entstanden ist. Wenn ihr Fragen habt, schreibt bitte einfach in die Videos, in die Kommentare bitte rein, eure Fragen und dann kann ich darauf eingehen. Die Idee dieses Videos kam mir ja tatsächlich abends im Gespräch mit einem. Der Roman, der zockt ja ab und zu mal hier auf Twitch sein World of Warcraft. Ich spiele tatsächlich abends auch mal ab und zu ein Strategiespiel und da habe ich ein paar Jungs, mit denen ich auch immer wieder über Kryptos quatsch auf Twitch. Oh, ist zu leise. Dann komme ich mal ein bisschen näher. Genau. Und ich habe da auch ein paar Jungs, mit denen ich über Twitch quatsch und da ging es um das Thema Bitcoin und da hat mich einmal einer gefragt, ja, ist denn Bitcoin nicht, kann es nicht verboten werden? Und okay, super. Ich erzähle es und dann gehe ich auf die Kommentare rein. Ja? Es geht um die Frage, ging um die Frage, kann Bitcoin nicht verboten werden? Und ist es so leise oder was? Jetzt probieren wir es mal, ob es jetzt besser ist. Dann machen wir es ein bisschen lauter. Mal alles ein bisschen lauter. Ich hoffe, das Aufnahmegerät ist alles maximale Lautstärke. Müsste also eigentlich gehen. Gebt mal nochmal Bescheid, ob es jetzt besser ist. Also, jetzt werden wir auch langsam mehr. Okay, also worum ging es? Es ging darum, dass das Thema Bitcoin, ob das verboten werden kann. Dann habe ich gesagt, naja, wenn Staaten denn wirklich Bitcoin verbieten würden, habe ich gesagt, dann wäre auf jeden Fall, dann wäre, sag ich mal, dann hätten wir ein richtiges Thema mit dem Thema Eigentumsrecht. Und dann wäre das meiner Meinung nach die Bestätigung, dass Bitcoin vollständig seine Legitimation hat. Man sagt, ja, wie meinst du das? Dann sage ich, naja, weil es gibt sehr, sehr viele Bereiche im Leben, in denen das Thema anonyme Zahlung, und ich meine damit jetzt wirklich anonym, weil Bitcoin ist zwar pseudo-anonym, aber das generelle Thema Kryptowährung, da gibt es ja Monero beispielsweise oder andere Kryptowährungen, perfekt. Okay, jetzt tut es mir leid wegen der Lautstärke, ich versuche es ein bisschen lauter zu sprechen und dann ist dann hoffentlich ein bisschen besser. Und zwar, jetzt muss ich wieder den Faden wieder finden. Jungs, ihr macht mich heute verrückt im Chat. Also, worum ging es in dem Video? Es ging darum, klarzustellen, dass würde denn ein Bitcoin-Verbot kommen, dann würde tatsächlich aus Bitcoin tatsächlich mehr werden als nur eine Alternative zu irgendwie zum Finanzsystem, sondern dann wäre es wirklich ein Instrument der Selbstverteidigung. Nämlich, dann müsste man sagen, okay, nehmen wir mal an, die Bargeldabschaffung würde kommen, man würde uns das Bargeld wegnehmen. Dann würde tatsächlich der Punkt entstehen, an dem auch ich sagen würde, okay, es gibt aber Dinge in meinem Leben, die möchte ich nicht
oft übers Konto bezahlen, ja? Das ist einfach so. Wenn ich ein Geschenk jemandem kaufe und ich möchte danach zum Beispiel meine Partnerin oder ich möchte irgendwo unterwegs sein, ich möchte einfach gewisse Dinge für mich anonym haben. Das hat was mit meiner Privatsphäre zu tun, und da möchte ich einfach auch anonyme Zahlung möglich haben. Und wenn es nicht mehr gehen würde, weil Bargeld weg wäre, dann wäre das ein Akt der Selbstverteidigung. Ich erlebe das jetzt zum Beispiel schon, und das ist jetzt ein klassisches Beispiel. Wenn ich einfach mal sagen möchte, ich muss mal 2.000, 3.000 € vom Konto abheben, dann merke ich das jetzt schon. Ich habe das zweimal versucht, und jedes Mal war mein tägliches Limit jetzt auf 2.000 € beschränkt. Ja? Das hört sich jetzt irgendwie viel an, aber wieso ist es auf 2.000 € beschränkt? Okay, dass die Automaten nicht leer gehen, aber wenn ich zur Bank gehe, geht es ja noch. Da kann ich ja bis 10.000 € problemlos und auch drüber an quasi abheben. Aber dann muss ich auch mit Zeitschloss warten und so weiter. Aber wenn die Banken eben zu haben, dann habe ich am Automaten ein Limit. Ja? Das heißt, ich kann nicht pro Automat limitiert abheben, sondern ich kann generell nur eben eine gewisse Summe pro Tag abheben. Das ist natürlich zum Schutz auch da und so weiter. Aber mein Konsens, der daraus entspricht, ist halt der, dass ich sage, okay, es gibt bereits schleichende Limitierungen. Der 500-Euro-Schein ist weg, irgendwann kommt der 200-Euro-Schein, irgendwann kommt der 100er, dann kommt der 50er, und irgendwann, und jetzt merken wir es schon in der Corona-Krise, kommen die ersten, die hergehen und sagen, okay, wir nehmen kein Bargeld mehr an, zum Schutz unserer Mitarbeiter kein Bargeld mehr, nur noch Kartenzahlung. Wobei ich das manchmal wirklich absurd finde, weil ich dann einen Stift nehmen muss, um mit meiner Kreditkarte zu bezahlen, zu unterschreiben. Einen Stift haben hunderte von Leute angefasst. Oder ich muss auf ein Touchpad drücken, das auch hunderte von Leute schon angefasst haben, das nicht desinfiziert wird. Also da finde ich manchmal das ein bisschen paradox. Und deshalb wollte ich nur einfach erklären in diesem Video, was, wenn man die Analogie zieht und sagt, Bitcoin ist vielleicht das letzte Mittel in einem System, in dem dann am Schluss mit digitalen Währungen die totale Kontrolle herrscht. Das ist ja ein Endzeit-Szenario, wo man sagen würde, okay, das kann so und darf so nie passieren. Aber also wir sind jetzt heute schon viel schlimmer als bei George Orwell, wenn man diese gesamten Überwachungssysteme mit Kameras und so weiter anguckt, sind wir eigentlich jetzt schon viel, viel schlimmer dran. Und jetzt kommt durch diese Krise etwas zum Vorschein, nämlich, dass der Staat versucht, Probleme mit noch mehr Kontrolle zu regeln. Und das ist eigentlich etwas, was ich sehr, sehr interessant finde, dass man nicht, da gibt es natürlich viele Argumente mit Schutz des Lebens und so weiter, und das ist auch alles okay. Es ist nur so, dass ich merke, es gibt einen relativ breiten Konsens in der Gesellschaft, wie man mit Veränderung von Werten, von Grundrechten umgeht, um dann relativ schnell zu sagen, okay, das ist jetzt das neue Normal. Ja? Und deshalb bin ich da immer mittlerweile einfach auch ein bisschen skeptisch, wie das auch mit dem Finanzsystem passiert. Und wir müssen natürlich sehen, diese Gelder, die gerade gedruckt werden, machen wir uns alle nichts vor. Viele, viele Gastronomen werden pleite gehen. Viele, sage ich mal, Sekundärgeschäftsfelder, die um diese Gastronomie drumherum sind, Zulieferer und so weiter, werden kaputt gehen. Catering-Unternehmen gehen kaputt. Veranstalter gehen kaputt. Veranstaltungen sind pleite, können nicht mehr gemacht werden. Da passiert so ein Riesenschaden, und die Folgen, die finanziellen Folgen von diesen ganzen Menschen, die dann auch weiterhin leben müssen. Wir haben Sozialstaat, das heißt, diese ganzen Menschen, die ihren Job verlieren, die ihre Existenz verlieren, die haben psychologische Schäden haben. Was meint ihr, wenn ihr einen Unternehmer habt, der über Jahre, Jahrzehnte seine Firma aufgebaut hat und der jetzt innerhalb von wenigen Monaten quasi komplett gegen die Wand gefahren wird? Meint ihr, der sagt, okay, klopfen wir uns den Staub von den Schultern und fangen von vorne an? Es wird viele Leute geben, die das emotional nicht packen. Und die werden dann auf der Strecke bleiben. Und diese Leute werden dann eben finanziert werden müssen, weil die brauchen psychologische Betreuung, die brauchen vielleicht Wohngeld, die brauchen vielleicht Essen, Lebensmittelgeld. Und es führt uns unweigerlich, von meiner Meinung nach, es wird nur umbenannt werden, das führt uns unweigerlich in das Thema bedingungsloses Grundeinkommen, was die Inflation noch mehr vorantreibt, ob man das dann. Was kriegt ihr heute ein Hartz-IV-Empfänger? Ein paar hundert Euro plus Wohngeld. Und das im Prinzip wird dann halt umgelegt. Dann heißt es in Zukunft 1.500 € Pauschale kriegt man als bedingungsloses Grundeinkommen. Aber natürlich auch nicht jeder, sondern nur die Leute, die unter einem Mindestbetrag verdienen. Und dann kriegt jeder das Geld. Und dann ist es halt so. Aber man darf sich nichts vormachen. Die 1.500 Euro, die man dann kriegt, sind dann auch nicht mehr 1.500 € wert. Die sind dann vielleicht die Hälfte wert.
Und darum geht es so ein bisschen. Und dann sind wir in einer Situation, in der wir eine galoppierende Inflation haben, Stück für Stück für Stück. Wir werden immer, immer weniger Geld haben, immer, immer weniger Wert haben für unser Geld. Wir merken jetzt schon Zulieferer, Engpässe und so weiter. Wenn Industriezweige Probleme bekommen, die Leute werden Angst bekommen und horten. Und dann haben wir in gewissen Bereichen ein Problem. In Amerika habe ich jetzt was gesehen. Die Lebensmittelproduzenten haben ein Thema mit der Fleischproduktion, weil die ihre Mitarbeiter nicht schützen. Die haben kontaminieren ihr ganzes Fleisch. Da müssen Fabriken geschlossen werden. Da gibt es jetzt schon Notstand für gewisse Arten von Fleisch, für Schweinefleisch und so weiter. Das heißt, da in so einer Krise merkt man erst, und wir haben das noch nicht ausgestanden, ja, wir dürfen uns das, müssen uns das mal klar machen, ja, in dieser Krise merkt man erst, was eigentlich bedeutet, wenn so eine Unsicherheit entsteht, bei der es kein Ende gibt. Ja, nächsten Herbst haben wir vielleicht wieder die Corona-Krise. Wir haben sie vielleicht noch 2 Jahre, bis der Impfstoff kommt. Und was passiert bis dahin? Ist bis dahin der totale Überwachungsstaat eingeführt oder was? Und das ist der Punkt, wo ich sage, wenn sowas immer krasser wird, dann geht es in die Mechanismen rein, die ich tatsächlich analog in Vergleich ziehe zum Thema Selbstverteidigung. Und ich habe in meinem Leben schon einige Kämpfe ausgefochten. Ich war im Judo mehrfacher württembergischer Meister, Wettkämpfe, habe Karate gekämpft und bin seit 20 Jahren Kampfsportler. Und ja, wir merken einfach, ich merke einfach, dass diese Analogien, die ich im Kampfsport habe und die das Training bedarfen, dass die auch Anwendung finden in dem Thema finanzielle Selbstverteidigung. Zum Beispiel, das waren die Punkte, auf die ich eingegangen bin, die 4 inneren Feinde der Eigensicherung, ja? Nämlich das grundlegende Thema, da bin ich im Video drauf eingegangen, nämlich Überheblichkeit, ja? Es gibt viele Leute, die glauben, sie sind gefeit vor allem, sie haben Geld auf dem Konto, sie sind reich. Und glaub mir, ich habe genug Leute in meinem Leben kennengelernt, die richtig viel Geld haben. Und die hat es jetzt richtig zerbröselt in der Finanzkrise, jetzt in dieser Corona-Krise. Das ist auch ein Stück weit Überheblichkeit. Ja, ich bin der Beste, bei mir läuft alles super, bei mir kann nichts passieren. Und diese Überheblichkeit kann echt gefährlich sein. Ja? Der nächste Punkt war Angst, ja, wo ich gesagt habe, die Leute, die Angst haben, die handeln irrational, die kaufen jetzt wie die wilden Bitcoin vielleicht, aber wissen gar nicht, was es ist. Ist auch nicht gut. Ja? Also ein besonnenes, strategisches Vorgehen ist wichtig. Ja? Und dann das Thema mit der Kompetenzillusion. Ja? Ich weiß eh alles, bei mir ist alles perfekt organisiert, ich bin für jede Krise vorbereitet, ich bin der Oberbrain. Ja? Das ist eine Kompetenzillusion. Die meisten Leute hören dann auf, sich weiterzuentwickeln und weiterzubilden. Ich kann nie genug wissen über ein Thema. Ich kann mich immer weiterbilden und ich kann mich immer verbessern. Und wer aufhört, sich zu verbessern, hört auf, gut zu sein. Das ist ein ganz klassisches Thema, was viele Leute vergessen. Ja? Dann das Thema das falsche Weltbild. Und das ist auch was, wo ich sage, das passt alles. Glaub mir, das kommt aus der Selbstverteidigung, aus der Psychologie. Viele Menschen glauben, wenn sie abends durch die Straßen laufen, junge Mädels oder so, hey, mir passiert nichts, irgendwie meine Stadt ist sicher, wir sind hier sicher. Und dann passiert es, dass sie angegriffen werden und dann ist es ein Schock fürs Leben. Und dann wird nämlich das Weltbild mal zurechtgerückt. Und für viele Menschen ist das Problem, dass sie ein komplett falsches Weltbild haben. Die glauben wirklich, dass das alles, dass der Staat alles regeln wird. Die glauben wirklich, und das ist das Krasse, und glaubt mir, ich will gar nicht so politisch werden, ja, aber die glauben wirklich, dass die Leute, pardon, die glauben wirklich, dass wenn irgendein Minister vor die Kamera tritt und sagt, es wird keine Arbeitsplätze kosten, die glauben wirklich, dass es keine Arbeitsplätze kostet. Die glauben das wirklich. Genauso wie die Leute glaubt haben beim Trump, dass jeder einen Test bekommt, wo von vornherein klar war, dass Amerika in der Lage gar nicht sein wird, jeden zu testen auf dieses Virus. Und so meine ich, das ist das Problem mit dem richtigen Weltbild. Ja? Die Leute dürfen nicht glauben, ich sage nicht Obrigkeitshörigkeit, das ist sogar übertrieben. Ich sage, die Leute müssen erkennen, dass die Leute da oben auch erstens Interessenvertreter sind, nicht nur von den Bürgern, sondern auch von anderen Interessen und natürlich auch ihre eigene Position sichern wollen. Die gehen auf Nummer sicher. Ja? Und kein Politiker will sich natürlich auch sagen lassen, hey, auf meine Kappe sind 100.000 Tote gegangen. Also sagen sie, wir haben alles getan und wenn dafür 3 Millionen Arbeitsplätze kaputt gehen, dann ist das halt so. Die Leben stehen über allem. Das Problem ist nur, ich kann dazu nicht tiefer reingehen, weil das eine moralische Debatte ist. Und dazu gibt es in der Psychologie das Konzept des Dilemmas. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit beschäftigt habe. Da gibt es das Gefangenendilemma, es gibt das Schienendilemma. Da geht es darum, dass am Ende es keine richtige und falsche Entscheidung gibt. Es gibt manchmal nur Abwägungen und am Schluss weiß, muss man halt die Konsequenzen tragen. Ja, was sind
Googelt mal Schienendilemma, dann erkennt ihr dieses psychologische Problem. So, und das ist einer der wesentlichen Punkte. Und was mir auch noch einer der Kernthemen in dem Video war, was ich wichtig fand, war das Thema Lernen zwischen Fakten und Schlussfolgerungen zu unterscheiden. Und das war für mich auch eine wesentliche Essenz des Videos. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht angeguckt habt, unter diesem Livestream ist es verlinkt, wirklich zwischen Fakten und Schlussfolgerungen zu unterscheiden. Also ich sehe die ganzen YouTuber, die sagen, hey, Bitcoin wird steigen, weil A, B, C. Ja? Dann sage ich, okay, das sind Schlussfolgerungen, keine Fakten. Ja? Diese Schlussfolgerungen können auch falsch sein. Und wenn man mal die Fakten prüft, stellt man sogar manchmal fest, die Fakten sind falsch, auf Basis der seine Schlussfolgerung gezogen hat. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann wäre der zweite Punkt, und das fand ich auch wichtig, war, dass man seine eigenen Faktenchecks mehr macht und dass man seine eigene Handlungsweise weniger auf Schlussfolgerungen zieht, sondern tatsächlich auch selber auf Erkenntnissen. Das ist auch ganz arg wichtig, weil das vergessen auch viele. Wir bewerten immer andere, aber wir müssen eigentlich immer bei uns selber mal anfangen. Ja? Dann war noch ein Punkt, lerne mehr als nur eine Lösung für ein Problem zu finden. Auch ein ganz großes Thema im Bereich des Eigenschutzes. Beschäftige dich nicht nur mit Bitcoin, beschäftige dich vielleicht mit Monero als anonymes Zahlungsmittel, vielleicht noch mit Dash, guck dir noch andere Kryptowährungen an, vielleicht nicht unbedingt die Shitcoins, aber ihr wisst, was ich meine. Beschäftigt euch mit der Frage, was für einen Plan B und C habe ich, ja? Was passiert dann, wenn morgen das Bargeld nicht an den Automaten nicht mehr kommt? Wenn ihr zu eurem Bankfiliale lauft und die ist zu, ja? Ihr habt euer Online-Banking, ihr kommt nicht mehr rein. Jetzt mal total übertrieben. Ihr loggt euch in euer Online-Banking ein und der Zugang ist gesperrt. Ihr kommt nicht mehr an eure Filiale ran. Ja, das ist ja wirklich ein Worst-Case-Szenario und ich glaube nicht, dass das passiert. Aber was ist, wenn? Ja? Und dafür haben die Leute überhaupt keinen Plan B. Ich habe einen Plan B, ich könnte auf ein Bitcoin-Wallet zugreifen. Ja? Das heißt, ich könnte im Zweifel mal kurz mit Bitcoin irgendwas bezahlen. Das ist ein Plan B. Ja? Und wenn Plan B, wenn Bitcoin überhaupt nicht mehr akzeptiert wird und alles irgendwie schlimm ist, dann habe ich vielleicht Plan C und habe noch Dash. Ja? Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Einfach einen Plan B und C haben für das Thema Selbstverteidigung. Ja? Das ist, und das ist auch... So. Aber... Ja, ich habe jetzt ganz viel geredet, Leute. Lass uns doch direkt einfach auf die Fragen übergehen. Wäre ganz nett, wenn wir über die Fragen... genau, lass uns auf die Fragen eingehen. Stell einfach die Fragen. Ich füge meine Ausführungen vielleicht kurz zu Ende. Nicht, dass es... Wird Ethereum neben Bitcoin auch langfristig dranbleiben, vielleicht sogar überholen? Anwendung versus Wertspeicher? Nee. Also vom Preis her glaube ich nicht, dass Ethereum und Bitcoin überholen wird, weil der Preis von Ethereum wird nie so hoch sein wie Bitcoin. Bitcoin hat einen ganz anderen Ansatz, deshalb wird es nie den Bitcoin überholen. Von der Gesamtmarktkapitalisierung könnte natürlich sein. Ja, sorry, wenn es gerade wo spannend war. Ja, das stimmt. Wie gesagt, es ging um die, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Es ging eigentlich nur noch um die Frage der Problemlösung und ja, ich habe eine Telegram-Gruppe, findest du auch unter dem Video, das verlinkt ist unter diesem Livestream. Es ging nur, genau, abschließend jetzt noch zu dem Thema Eigensicherung und Analogie zum Kampfsport und so weiter. Und zwar ging um Folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr auf der Straße angegriffen werdet, ja, und ihr werdet überfallen oder sonst was, dann sagen ja viele, ja, ich würde mich verteidigen oder so. Also ich wäre in der Lage, den Angreifer zu stoppen. Okay? Und das mag wohl sein, dass zum Beispiel ein starker Mann mit einem starken Schwung einen Angreifer schlagen kann. Das mag wohl sein. Das Problem ist nur, dass ihr wenn ihr noch nie irgendjemand geschlagen habt und noch nie irgendwo hingeschlagen habt, also mal richtig mit voller Kraft, dann habt ihr noch nie erlebt, was es bedeutet, irgendwo richtig reinzuschlagen. Im Kampfsport, im Karate machen wir das mit so Polstern und so. Da merkt man schon auch mal, wenn da Widerstand kommt. Also wenn ihr gegen einen Menschen schlagt, entsteht ja Widerstand. Und worum es mir eigentlich in Analogie geht, ist, man verletzt sich meistens selber. Also wenn ihr euch schon mal prügeln musstet, ich musste das in meiner Jugend vielleicht zweimal oder so, um hier jemanden zu beschützen, da fallt ihr vielleicht mal hin. Da schuckt dir jemand oder ihr kickt den anderen und dann fallt ihr um.
Und dann stützt ihr euch ab und auf dem Beton tut es weh, wenn man mit der Handfläche irgendwie aufkommt und so, dann schürft man sich auf und so. Also eine Selbstverteidigung läuft in der Regel nie ohne Eigenverletzung ab. Das ist ganz normal, weil das ist logisch, weil die Energie, die ihr auf den anderen einwirken lassen wollt, müsst ihr auch auf euch zum Teil abwirken lassen. Und was viele Leute nicht verstehen ist, dass beim Finanzsystem es genauso ist, ja. Wer sich finanziell absichert und diversifiziert in Aktien, Gold, Bitcoin, Spekulation und so weiter, Immobilien, Autos, Kunst, egal was, der muss ein dickes Fell haben, weil das sind eben nichts für schwache Nerven. Das ist etwas, wo man sich beschäftigen muss. Und da muss man wirklich verstehen, dass man auch Fehler macht. Es kann passieren, dass ihr mal Fehlinvestitionen macht, dass ihr mal 30, 40% verliert in Bitcoin oder mehr. Es kann auch sein, ihr kauft mal Aktien und die fallen massiv. So, und das kann alles passieren. Und ja, und dann führt es eben dazu, dass ihr selber einen Schaden habt. Obwohl ihr euch ja dafür genau schützen wollt. Und das erfordert Übung. Genauso, ihr arbeitet mit Bitcoins das erste Mal. Viele von uns, auch ich, bin unter Bitcoin-Scams reingefallen, habe da viel, viel Geld verloren. Oder man schickt mal an die falsche Adresse. Ich glaube, meine erste Bitcoin-Adresse, meinen ersten Bitcoin, den ich versandt habe, habe ich auch an die falsche Adresse geschickt. Sowas kann passieren. Und das sind die Schäden, die man erleidet, wenn man sich selbst verteidigt. Und der Unterschied zwischen einem Kampfsportler, der wirklich Erfahrung hat, und jemand, der keine Erfahrung hat, liegt im Wesentlichen darin, dass der Erfahrung hat, weiß, dass dieser Schaden entsteht und sich mental darauf einrichtet und deshalb konsequenter und besser reagiert. Und im Finanzsystem ist es genauso. Erfahrene Investoren rechnen mit einem gewissen Verlust, die schreiben gewisse Dinge ab, die kalkulieren auch Risiken anders. Ja? Ich scroll mal hier ein bisschen runter. Die kalkulieren Risiken, so, die kalkulieren Risiken anders. Und das führt halt dazu, dass sie viel, viel sicherer im Umgang sind und dadurch weniger Probleme machen. So, jetzt, das war eigentlich der Abschluss. Darum ging es mir eigentlich. Ich wollte einfach nochmal eine Wiederholung von dem Video machen und mit euch gemeinsam da durchgehen. Und jetzt lasst uns auf die Fragen eingehen. Ich vermute, die fahren alles auf Null, um totale Kontrolle über alles zu haben. Naja, das ist vielleicht ein bisschen arg. Ich habe mir mal dabei Mittelhandknochen gebrochen, ja. Ja, Hannes, du bist immer so ein bisschen arg extrem, ja. Es ist nicht so, wir müssen uns einfach klar werden, dass diese neuen Regeln, die jetzt gerade da sind, erstmal vornehmlich, das ist ja der Punkt, wir reden davon, dass es zum Schutz ist. Und das müssen wir uns mal glauben auch. Es geht nur darum, und da rede ich ja vom Weltbild. Man sollte nicht glauben, dass es nur dafür da ist. Ich glaube, dass natürlich jetzt in der aktuellen Krise gewisse Versäumnisse und Probleme der Vergangenheit mitbereinigt werden. Ja, wir hatten schon vorher ein marodes Bankensystem. Ich habe auch viel gehört darüber, dass wenn eine deutsche Bank mal wirklich pleite gehen würde, dass das in Europa eine Kettenreaktion auslösen würde. Und das Thema mit der Trennung der Deutschen Bank vom Privatkundengeschäft und Investmentgeschäft. Und soweit ich gesehen habe, wurde da auch eine Trennung gemacht. Wenn man in die Deutsche Bank reinguckt, gab es eine Übertragung von Anteilen jetzt zuerst vor ein paar Wochen. Und ich kann es aber auch nicht genau zuordnen. Ja. Und ja, Hannes, du sagst, du bist realistisch und siehst, was kommt. Ich glaube, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Ich glaube, dass jede Seite zwei Medaillen hat. Ich glaube, dass eine höhere Überwachung und eine engmaschige Kontrolle der Gesellschaft bis zum gewissen Grad auch gar nicht verhinderbar ist, unter dem Aspekt, dass die Menschheit immer mehr wächst, dass man die Grenzen schützen muss, und weil einfach die Migration einfach zunehmen wird. Und das sind politische Diskussionen, darüber könnte man hier stundenlang reden. Ja. Glaubst du, wir bekommen einen Lockdown Teil 2 im Winter circa? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe sehr, dass wir auf schwedische Modell gucken und dass wir durch die Schweden viel lernen. Ich hoffe, dass wir durch die Fehler der Amerikaner viel lernen, dass wir aus Italien und Spanien viel, viel mehr noch eben Informationen gewinnen. Über diese ganze Situation, über diese Krise. Ich hoffe, dass das da, ja, dass es auf jeden Fall eine medizinische Lösung vielleicht sogar gibt. Ja. Es wird heilloses Chaos geben. Du darfst es aber auch nicht unterschätzen, Hannes. Natürlich sind viele Menschen egoistisch.
Viele haben Hamsterkäufe gemacht. Manche Menschen werden jetzt schon aggressiv und manche stehen auf die Straße. Aber es ist immer noch eine kleine Minderheit. Und die Mehrheit der Gesellschaft ist auch anders sozialisiert. Wir sind darauf sozialisiert, schon ein Stück weit unserem Staat zu vertrauen. Und in der Demokratie sind wir alle groß geworden. Wir glauben schon daran, dass, also ich zumindest glaube schon daran, dass es eine, dass die gewählten demokratischen Vertreter so eine. Unsere Politiker, die Mehrheit unserer gewählten Politiker, dass die auch als Bürger agieren. Ja, ich will da jetzt nicht zu politisch werden, aber ich glaube schon, dass die auch als Bürger agieren. Ja. Wie gesagt, und nicht nur, weil jeder bei klarem Verstand, ich glaube nicht, dass eine Angela Merkel hergeht und einen Staatsstreich macht. Ja, das macht die nicht. Und ich glaube das nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die irgendwie versuchen wird, irgendwie unsere Gesellschaft zu stürzen. Das ist Quatsch, die lebt ja selber in dieser Gesellschaft. Und die ist auch irgendwann keine Bundeskanzlerin mehr und will dann auch nicht in einem totalitären Staat leben. Also ich glaube einfach nicht, dass die Politiker so blind sind auf dem Auge. Ich glaube, dass die schon ein Stück weit auch gesteuert sind von anderen, von politischen, von aktionistischen Interessen, Eigenschutz, auch vielleicht aus pharmazeutischen Interessen, aber so weit gehe ich nicht. Und ich finde diese krassen Theorien, die da vorher von einer Verschwörung, von irgendwelchen Hintermännern reden, das glaube ich nicht. Ja, okay, wir können jetzt darüber diskutieren. Hannes, du hast immer so Perspektiven. Ich will da mit dir wirklich da nicht zu tief drauf eingehen. Du hast immer die großen Informationen. Weiß ich nicht, ob das alles auch stimmt, was du sagst. Du bist vielleicht auch kritisch, das mag wohl sein. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dir fehlt auch ein bisschen die Objektivität, ohne bös gemeint zu sein. Das ist jetzt gar nicht bös gemeint, aber du hast immer so die krasseste Perspektive. Für dich gibt es nur Schwarz und Weiß und ich glaube dann nicht, dass die Welt so funktioniert, aber darüber können wir auch stundenlang persönlich diskutieren. Ja, alles gut. Das Bundesverfassungsgericht soll angeblich festgestellt haben, dass alle Wahlen seit 1946 ungültig sind. Ja, genau. Das sind so Aussagen. Wo steht es? Gib mir mal die Referenz, schick mir eine Mail und erklär mir, dass das stimmt. Also, ich will es, ja, Gesetzestext, genau. Das Bundesverfassungsgericht hat irgendwo in einem Gesetzestext geschrieben, dass alle Wahlen verfassungswidrig waren. Genau, ja. Und das wäre dann auch in Ordnung, ja. Also, bitte, ist halt unangenehm. So ein Quatsch. Also, bitte, Hannes, lass es einfach gut sein. Komm, ich will jetzt nicht mit dir über den Chat diskutieren, ob hier unsere ganzen Wahlen der letzten Jahrzehnte verfassungswidrig waren. Also irgendwann hört es einfach auch mal auf. Das kann man alles glauben oder auch nicht, aber ich finde das irgendwann mal ein bisschen absurd. Und ich finde, das ist auch das Problem, was viele dieser, ich sage es jetzt mal hart, Verschwörungstheoretiker haben. Die haben teilweise ganz gute Ansätze und die haben teilweise auch ganz gute Denkvorgänge, aber dann kommt irgendein Quatsch und dann heißt es, die UFOs kommen nachts und dann führen die Menschen und die Menschen werden ausgetauscht durch irgendwelche Asylbewerber, nein, heimlich nachts von der Regierung und so ein Scheiß. Also irgendwo hört es einfach mal auf. Ja, ich bin wirklich offen für eine Diskussion und wenn ich hier ein kritisches Video mache zum Thema Finanzen und Wirtschaft und so, dann bin ich wirklich dabei, mich auf alles einzulassen, aber irgendwo hört es einfach mal auf. Ja. Deshalb, ich finde das Thema selbstbestimmte Finanzen, Freiheit mit anonymen Zahlungsmitteln, mit Bitcoin, das hat Hand und Fuß, da kann man darüber diskutieren. Man kann darüber reden, warum Bargeldabschaffung vielleicht auch praktikabel sein kann und warum man trotz Bargeldabschaffung dann halt eine Alternative braucht, zum Beispiel Bitcoin. Aber ich rede nicht darüber, ständig hier irgendwelche politischen Konsortien gegen die Wand zu fahren und denen zu unterstellen, dass sie die ganze Bevölkerung versklaven wollen und dass wir eigentlich durch Amerika regierter Staat sind oder so. Also irgendwo hört es einfach mal auf. Ich finde es einfach sinnvoller, wenn wir uns über die Realität unterhalten, über das, was nachweisbar ist und nicht über irgendwelche UFOs oder irgendwelche Leute, die entführt werden, die es nicht gibt oder über Wahlen, die nicht stattgefunden haben. Ja, die Süddeutsche hat einen ausführlichen Artikel dazu. Ja, die haben vielleicht darüber mal berichtet, dass es dazu Unstimmigkeiten gab. Aber bitte, wie gesagt, bei dir sind es ja nicht nur diese Themen, es sind ja einfach immer die radikalsten Themen aller Zeiten. Ja. Eine andere Frage, danke dir. Was spricht dafür, dass Kryptogeld in nächster Zeit wie viel mehr Mainstream Einzug halten wird? Es spricht enorm viel dafür. Die Frage ist nur, wie man Mainstream deklariert. Ich glaube, dass es viel mehr Menschen geben wird, die eine kleine Einlage in Bitcoin haben werden. Einfach aufgrund der Angst,
einfach aufgrund der Angst, dass das Fiat-System zu einem Problem führt. Gerade das Thema Umlagen, Eurobonds, Verschuldung von Staaten. Ich glaube, dass viele Menschen dann eben auf ein Stück weit auf Bitcoin umstellen und das führt dann eher eben zu einer breiteren Akzeptanz. Ich meine, umso mehr Bitcoin wollen, umso breiter ist die Akzeptanz auch damit zu bezahlen. Ich denke, sie nutzen jetzt die Krise, um das eine oder andere durchzudrücken, aber sie wollen doch auch in Frieden leben. Das geht nicht, wenn man in Deutschland gegen sie, das geht nicht, wenn man in ganz Deutschland gegen sie aufbringt. Andrea, danke dir für deine Perspektive. Genau das meine ich auch. Ich bin mir auch sicher, dass es wirklich düstere Machenschaften auf dieser Welt gibt. Aber ich glaube nicht, dass unsere Angela Merkel dahin steht und sagt, sie versucht hier die deutsche Bevölkerung zu stürzen und zu versklaven. Also wie gesagt, es gibt irgendwo mal Grenzen und ich finde das dann auch irgendwie, das ist dann auch ein Stück weit demokratiefeindlich und ich lebe gerne in der Demokratie und ich will gerne in der Demokratie weiterleben und ich finde das nicht in Ordnung, wenn man hier versucht, alles zu denunzieren, was auch bisher lief und deshalb finde ich das in Ordnung. Beste Berichterstattung Süddeutsches, Fingersmiley. Der US-Dollar ist die Realität. Ja, ich weiß von dir, St. Gallus, du bist auch ein bisschen krasser drauf, aber wie gesagt, ich respektiere ja auch, dass ihr in meinem Channel eure Meinung habt. Ihr könnt ja auch unter meine Videos kommentieren und ihr habt teilweise krasse Ansichten, aber irgendwo müsst ihr auch irgendwo akzeptieren, dass es auch eine Gegenperspektive gibt. Es gibt die extrem linken, extrem rechten und dann gibt es vielleicht noch die gemäßigten und ich bin vielleicht eher auch einer der gemäßigten. Ich bin eher jemand, der liberaler ist. Ich bin selber, ihr müsst wissen, ich bin in Marokko geboren, ich bin in Frankreich aufgewachsen. Ich habe zum Beispiel das Konzept von Ausländerfeindlichkeit kenne ich gar nicht. Ja? Das kenne ich nicht, weil ich in meinem Leben lang mit anderen Kulturen groß geworden bin. Ich bin in Frankreich in den Kindergarten gegangen. Ich hab Freunde aus der ganzen Welt gehabt. Ich hatte polnische Freunde. Ich bin in der Grundschule auch mit dunkelhäutigen Kindern befreundet gewesen und kenne immer noch Leute. In meinem Studium hatte ich dunkelhäutige Personen, mit denen ich zusammen studiert habe. Und es waren unglaublich tolle Persönlichkeiten und tolle Menschen. Also kann ich dieser ganzen Ausländerfeindlichkeit überhaupt nichts abgewinnen. Ich kann es gar nicht verstehen, warum Menschen da irgendein Problem haben. Und die linksextreme Szene, in der es irgendwie darum geht, dass der Staat irgendwie gegen alle ist und so, das ist auch was, wo ich sage, das hat auch sicherlich Teile seiner Berechtigung. Man muss kritisch bleiben, man braucht eine Gegenposition, es braucht immer eine Opposition, die realistisch ist. Aber ich finde, viele machen sich eben ihr eigenes Gewicht kaputt. Ja? Und ich kann euch sagen, ich wurde jetzt erst kürzlich von einem größeren Sender angefragt, im YouTube, die sehr, sehr polarisieren und habe das Interview abgelehnt. Ich sage jetzt aber auch nicht, welcher Sender, um zum Thema Kryptowährung und Staat und Finanzen und so, weil ich einfach ein gemäßigter Liberaler bin und ich bin der Meinung, man muss die Grundrechte wahren, man muss die Menschenrechte wahren, man muss darauf achten, dass wir alles im Einklang bringen. Wir sind ein Sozialstaat, wir müssen den Schwächeren helfen und die Starken müssen ein Stück weit auch dafür da sein, den Schwächeren zu helfen. Es geht darum, in allem ein richtiges Maß zu finden und das ist das, was ich auch vertrete als Person, als Privatperson auch. Und wenn ich hier über Kryptowährungen rede, dann rede ich einmal über die Technologie, ich rede über die Aspekte der finanziellen Unsicherheit an Märkten und als Bitcoin als wirklich als Instrument, um eben aus diesem System auch ausbrechen zu können, überhaupt diese Möglichkeit zu haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, was habt ihr denn für Möglichkeiten, wenn ihr denn aus diesem System raus wollt? Ja, Aktien können von Unternehmen sein, die Unternehmen können verstaatlicht werden und das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern es mag ja sein, dass die Unternehmen jetzt in der Krise pleite gehen, dann muss man sie retten, dann muss man sie dafür verstaatlichen, das führt dazu, dass die Leute enteignet werden. Ja, da steckt auch kein böser Plan dahinter, das kann einfach nur passieren, weil es halt passiert. Ja? Ich bin kein Freund der Chaostheorie. Ja? Ich glaube einfach, dass manche Dinge einfach passieren. Ja? Und da muss man gucken, dass man darauf richtig reagiert. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das, worum es mir geht. Ja? Ich will nicht hetzen, ich will nicht Menschen verunsichern mit meinen Videos. Ich will Menschen an den Punkt bringen, dass sie rational über ihr Leben nachdenken und sich fragen, wie kann ich mich selbst gut vorbereiten im Falle einer Krise und sich nicht darüber Gedanken machen, ob in irgendeinem Hinterzimmer irgendein CIA-Agent die Bundesregierung steuert. Also so ein Quatsch zum Beispiel. Ich höre so viele Verschwörungstheorien. Ich glaube einfach, man muss die Realität sehen. Wir leben in einer extrem komplexen Welt, wirtschaftlich verstrickt.
mit Politikern, die es auch nicht einfach haben. Ich will zurzeit nicht in der Haut von Jens Spahn stecken, in der Haut von Angela Merkel, die jetzt gerade so schwierige Entscheidungen treffen müssen. Nicht mal in der Haut von Donald Trump, der wirklich viel Quatsch macht und viel Quatsch redet und wirklich sehr streitbar ist. Und ich halte nichts von dem Typ, aber ich will nicht in seine Haut stecken, weil das auch kann ich nicht einfach in Amerika. Die Amerikaner sind sowieso ein extremes Volk und er hat genug Anhänger, das heißt, die Leute unterstützen und glauben an das, was der sagt. Und das zeigt einfach auch, wie schwer es ein demokratischer Präsident hätte, in der jetzigen Zeit zu regieren, wenn so eine Menge Leute da sind, die einfach auch einen Trump unterstützen und obwohl er diesen ganzen Schwachsinn erzählt, trotzdem noch sagen, das, was der sagt, ist richtig. Ja, es gibt immer eine Gegenposition. Guck mal, wenn ihr mal nach Schweden guckt, ja, guckt doch mal nach Schweden. Da gibt es eine Liste von Fachvirologen und Experten, die sagen, der Kurs der schwedischen Regierung ist falsch. Ja? Also da haben wir genau das Gegenmodell. Ja? Da haben wir das Modell, dass die sagen, nee, wir machen das nicht so wie in Deutschland. Und da haben wir die Liste, in Deutschland haben wir die Liste der Virologen, die sagen, das ist alles falsch, was wir machen. Und in Schweden haben wir genauso die Liste der Virologen und Experten, die sagen, das ist alles falsch, was die machen. Also wer hat denn jetzt recht? Ist denn die Gegenposition, die jetzt gerade in den freien Medien, alternativen Medien, wie auch immer ihr dies nennen wollt, ist, wie wäre die denn, wenn wir so ein schwedisches Modell hätten? Würde dann ein KenFM nicht sagen, hey, die Bundesregierung betreibt hier Massenmord, wir schützen unsere Bevölkerung nicht, das ist ein tödliches Virus. Also versteht ihr, was ich meine? Ich will auch nichts gegen den von KenFM sagen, der macht sicherlich einen guten Job. Ich will nur sagen, ich finde die per se, die Gegenposition ist wichtig. Und wahrscheinlich wäre das so. Wahrscheinlich würde der KenFM sagen, hey, hier wird Massenmord betrieben, die Leute werden nicht geschützt, wir müssen hier Lockdown machen. Ja? Vielleicht würde der das sogar sagen. Ich will ihm nichts in den Mund legen. Aber vielleicht wäre das ja auch gut, wenn er das macht. Weil das ist halt so, die Gegenpartei und die Opposition ist wichtig. Aber die muss in einem demokratischen Konsens geführt werden. Das ist ganz wichtig. Und da gebe ich vollkommen recht, diesen freien Medien und den Journalisten, dass eben das nicht passiert, dass eben so ein Wodak und so weiter nicht in die öffentlichen Medien reingekommen wird und in die Diskussion eingenommen wird. Und das halte ich für nicht korrekt. Ja? Da bin ich auch voll dabei. Und das, da kann ich auch sagen, da sind die deutschen Medien, also die öffentlichen Medien selber schuld, wenn sie sich quasi sich diesen Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie gewisse Dinge in der Gesellschaft nicht gerade rücken. Ja? Wenn gewisse Dinge nicht in der öffentlichen und offenen Diskurs, wieso immer, für jeden blöde Bundesregierung, wenn es eine Bundeskanzlerin gewählt wird, ja, für jede Wahl stellt man hier zwei Politiker hin und die diskutieren 5 Stunden lang über politische Ziele, Agenda 2010, was weiß ich. Wieso lässt man nicht die 5 Chefvirologen 3 Kontra, 3 Pro in öffentlichen Diskussionen im Fernsehen auftreten und darüber diskutieren, ja? Oder in geschlossenen Räumen, ja? Also lasst doch die Menschen diskutieren und einen offenen Diskurs finden und davon halte ich viel und alles andere. Ich kann einfach diese ganzen krassen Verschwörungstheoretiken nicht mehr hören. Ich finde es wichtig, dass man eine Opposition bildet, aber dann bitte, bitte, bitte auf einem vernünftigen Niveau. Bitte. Das ist das, worum es mir geht. Oh Gott. Ich lebe auch einen großen Teil in Asien, ich habe mit Rassismus nichts zu tun, dann dort bin ich ebenfalls Ausländer, so ist es. Die Frage zu den Dash-Usernamen hatte ich vermisst leider. Ja, die Dash-Usernamen sind nicht, also Dash ist sowieso nicht anonymisiert. Dash hat ein Mixer-Verfahren im Übrigen und das heißt, eine volle Anonymisierung gibt es da nicht. Das ist nur eine verschwerte Anonymisierung. Wann gibt es nur einen Plan, wenn gibt es nur einen Plan und das ist Globalisierung und das ist rationale Sicht? Ja, klar, rational kann man sagen, die Globalisierung ist etwas, was eben vorangetrieben wird. Egal wie es gemacht wird, du wirst immer Leute haben, die es für falsch halten. Genau, und ist auch gut so. Alles gut. Hallo, in was soll man investieren? Danke, dass du was zu Krypto fragst. Das musst du selbst wissen. Mein Kryptomagazin gibt keine Empfehlung raus, in was du investieren musst. Du musst dich mit den Kryptowährungen beschäftigen. Das kannst du auf dem Kryptomagazin machen. Du kannst dich mit Bitcoin beschäftigen, mit Ethereum, Dash, Ripple und den 3000 anderen Coins und für dich das Modell finden, was für dich sinnvoll ist. Ich orientiere mich persönlich meistens an den Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung und hohem Handelsvolumen. Magst du noch 3 Worte zu den potenziellen Renner, Penner spendieren? Nee, also es gibt keine Empfehlung gerade. Ich sehe, der Bitcoin steigt. Es gibt gerade wieder die Diskussion bei vielen YouTubern, die sagen, Bitcoin wird
irgendwie die 14.000-Dollar-Marke jetzt knacken aufgrund dieser 5 Candles, die im Tageschart irgendwie immer übereinander gestartet sind. Da schließe ich mich nicht an. Ich finde generell Kursspekulation total uninteressant, weil keiner kann es wissen. Und was, wenn der Bitcoin jetzt steigt, dann verkaufe ich wahrscheinlich gerade auch nicht. Und wenn er fällt, dann verkaufe ich wahrscheinlich auch nicht. Also bei mir ist gerade eh wurscht. Ich warte jetzt, bis eine signifikante Änderung eintritt und dann gucke ich, was passiert. Ja? Wenn er fällt, kaufe ich nach. Wenn er steigt, dann überlege ich mir, ob ich einen Teil meines Portfolios vielleicht umschichte und vielleicht auch verkaufe irgendwann. Aber ja. Meinung zum Halving: Halving wird kommen, auf jeden Fall. Ich sehe beim Halving die Gefahr dieser Miner-Kapitulation durch den Abfallen der Hashrate. Der Bitcoin-Preis muss auf jeden Fall über 10.000 steigen. Ist ja sehr, sehr wichtig für die Miner. War es bei Dash nicht so, dass man selbst in der Hand hat, ob man eine Transaktion anonym machen will oder nicht? Ja, das ist richtig so. Wann ist denn das Halving bei Bitcoin? Ja, jetzt in 15 Tagen, glaube ich. Genau, 15 Tagen. Circa am 15. Mai. Circa. Ihr könnt ja so einen Bitcoin-Halving-Ticker gucken, da steht es drin. Einfach online nachschauen. So Leute, jetzt habe ich trotz dessen, dass das Stream unterbrochen war, jetzt irgendwie 53 Minuten gequatscht. Das ist so politisch und Hannes und St. Gallus, ihr zwei, wie gesagt, ihr seid sehr, sehr krass drauf und ich will eure Kommentare, ich lasse die stehen und ich kommentiere auch drunter und so. Aber wirklich, wie gesagt, ich möchte nicht jeden Stream so krasse Aussagen sehen. Und ich sehe teilweise von euch werden Postings auch gesperrt von YouTube, weil ihr Wörter benutzt, die eben teilweise eben in diesen Filter fallen, teilweise beleidigende Aussagen oder zu krasse Aussagen. Bitte versucht einfach da auch nicht so eine krasse Haltung einzunehmen. Ihr seid ja willkommen, ihr dürft mitdiskutieren, ich bin ja offen für sowas, aber eben immer auch mit vernünftiger Wortwahl. Ich denke, Bitcoin wird bald fallen. Da sind mir zu viele Stablecoins am Start, wo sie warten, günstig einzusteigen. Ich glaube, 12. Mai momentan. Okay. Genau, 12.05. ist das Halving. Okay. Ja, also war krasse Talk. Wir haben 50 Zuschauer. Wie gesagt, war ein sehr emotionaler Talk heute, weil das Video ist mir sehr, sehr wichtig, das ich heute gemacht habe. Und ich habe da immer so ein bisschen eine Befürchtung. Ich will mit meinen. Ja, ich weiß, St. Gallus, du meinst es nicht krass, aber ich will mit meinen Videos, natürlich will ich provozieren. So ein Titel wie Finanzielle Selbstverteidigung ist eine Provokation. Ich will auch Menschen ansprechen, dass sie darauf reagieren und dass sie auch sich Gedanken machen. Ich möchte aber eine Zielgruppe nicht und das sind so radikale Leute. Ich möchte, dass ich gemäßigte, intelligente, hoffentlich auch abwägende Menschen haben, die meine Videos angucken, die sich Gedanken machen darüber, was davon stimmt und was davon vielleicht nur Interpretation ist. Okay. Ja, Hannes, ich kann mir gewisse Leute angucken. Das kann ich sicherlich machen. Wie gesagt, nur ja, ich schaue mir gleich eine Frage noch an. Aber ich muss natürlich auch objektiv bleiben. Danke dir. Südinsel, du hast gefragt, eh weiter zu halten. Ich weiß nicht, was du damit. Achso, man versucht Umsatz auf der Plattform zu generieren. Findest du das interessant oder eher kein Interesse hodeln oder best einfach ein wenig Input, um abschätzen, ob es sich lohnt? Ich kann keine Investmentempfehlungen geben, Leute. Ich kann euch nicht sagen, kauft dies, kauft jenes, macht dies, macht jenes. Das ist eure Entscheidung. Ihr müsst euch abwägen und abschätzen. Ich stelle Projekte vor, stelle vor, was ich mache, beobachtet, was ich mache, beobachtet, was ich erkläre. Aber ich kann da keine Empfehlung geben, kauft diesen Token, macht jenes. Das ist unseriös, weil ich es nicht wissen kann. Ja, Hannes, absolut. Leute, ich würde sagen, war ein sehr aufregender Livestream heute. Also oft halt, deine Videos stehen ja sehr gut in der Mitte der anderen. Ja, Dankeschön. Wie gesagt, ich versuche auch wirklich so objektiv wie möglich zu sein. Noch eine höher. Dann schreib deine Frage nochmal, Südinsel, bitte. Ich habe die jetzt nicht gefunden und es sind sehr viele Chatverläufe und ich muss ja auch parallel reden. Was passiert mit den anonymen Coins, wenn sie auf allen Exchanges gesperrt werden? Dann sind sie immer noch funktionsfähig. Dann muss es einfach nicht mehr getauscht werden. Ich meine, anonyme Coins haben nicht den Sinn, sie danach in Fiat zu tauschen.
sondern der Wert dieser Coins in Fiat ist vielleicht mal weitestgehend eine Richtlinie, um ihren Wert abzuschätzen gegen reale Güter. Ja, genau. Jawohl, euch allen auch einen wunderschönen Abend, bleibt gesund. Ich werde den heutigen Stream wahrscheinlich nicht speichern, einfach aus dem Grund, weil diese Verbindungsabbrüche jetzt waren. Ich denke, das versteht ihr, das ist einfach ein Stream, den kann man so nicht speichern, das ist Quatsch. Ich bedanke mich aber vielmals für eure Zeit und war schön, dass ihr dabei seid. Für diejenigen, die jetzt dabei waren, die hatten jetzt quasi die Möglichkeit, hier zu quatschen. Und ja, oder schreibt mal kurz eine 1 in den Chat rein, wenn ich den Stream speichern soll und eine 0, wenn ich den Stream nicht speichern soll. Das würde mich interessieren. Ich würde mich auch über einen Daumen hoch freuen, übrigens natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, trotz Abbruch. Genau, gebt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr meint, das Video soll ich speichern, oder eine 0, wenn ihr sagt, nee, löscht es, das braucht man nicht. Da war die Unterbrechung zu lang. Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Vielen, vielen Abend euch. Danke dir, euch auch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Genießt den Abend voll und wir sehen uns in der Telegram-Gruppe, ist verlinkt unter dem Video. Also 1, 0, 0, 0. Ja, die meisten sagen 1. Oh, einige sagen, muss man speichern. Okay. Ja, okay. Ja, die Mehrheit sagt, brauchen wir nicht speichern. Das passt. Okay. Ja, genau. Also ich wünsche euch was. Danke euch. Ciao, ciao.